Na, lübtet wieder. Zap, zap. Hier Anna Achtuba. Gucken wir mal, ob die Wildkarpfen reingehen. Also ran hier an die Ruten. Der erste Wildkarpfen ist schon rausgezogen und es fängt eigentlich auch schon ganz gut an. Ich habe noch keinerlei Futtermische drin oder ähnliches, sondern erstmal nur, wie immer, die Boilies getestet, die Pellets getestet. Und jetzt gucken wir mal, was denn hier so reingeht und ob überhaupt die Pellets angenommen werden. Das sieht schon mal vernünftig aus. Also Zielfisch ist da, Marmorkarpfen auch. Wow. Marmorkarpfen ist auch da. Ich stehe hier, werf in diese Bäume rein, beziehungsweise in den Schatten. 25 Meter weit ungefähr. Zack, 25 Meter geklippt. Hab allerdings noch keine, wie gesagt, keine Futtermische drin. Und teste erstmal, was denn so geht. Das ist bis jetzt das Ergebnis. Also, ne, gerade frisch hier hin, 3 Minuten da. Erstmal einen Wildkarpfen und ein bisschen Marmor, das ist doch gar nicht so schlecht. Also, so geht es los. Wo bin ich hier? Praktischerweise an der Stelle, wo man eben auch spawnt. Eben hier ein bisschen zur Seite gehen und dann hier in diese vertiefte Stelle werfen. Relativ simpel, klassischer Spot, der immer wieder gut liefert. Das kann man mal gerne mit Spinning testen, das kann man mit der Pose testen hier. Mit verschiedensten Größen. Man kann auch mal leicht hier reingehen für die ganzen kleinen Fische, die es hier im Gewässer gibt, an der Achtuba gibt. Oder so wie ich jetzt hier gerade ein bisschen größer. Es geht langsam in Richtung Abendstunden. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht vielleicht sogar jetzt die Futtermische schon reinwerfe, dass es dann am Abend abgeht. Wäre durchaus eine Option. Oder ich teste erstmal noch, ob hier noch mehr geht als nur die paar Fischis. Ich glaube, da zuppelt es schon wieder. Ist da schon was dran? Flackert die Schrift schon? Nee, noch nicht. Aber da scheint gerade auch irgendwas wieder rumzuschwimmen und sich um den Köder zu kümmern. Also warten wir noch ein bisschen ab. Köder kombinationsmäßig ähnlich wie auf Aralbarbe zum Beispiel. Das ist die gleiche Köderkombi. Ich stand hier letztens schon mal, hatte das auch schon mal probiert mit Kaviar. Kaviar ging auch tatsächlich ganz gut, kann man auch ganz gut machen. Vielleicht sogar mit Pop-Up. Hier in dem Fall bin ich jetzt gerade mit der einfachen klassischen Haarmontage. Also, das hier ist das Setup. Relativ simpel, 1-0er Haken. Ich bin extra ein bisschen größer reingegangen. Gerade für die Wildkarpfen ist ein 1-0er Haken nicht so unbedingt das Problem. Das passt ganz gut. Und dann hier allerdings etwas kleinere Pellets dazu. Also Pellet 14 und 15 Flusskrebs-Pellet und Krabbe-Muschel. Das Ganze hier ist mit Austern und Krabbe nochmal in Kombination mit dem Dip. Und ja, ich gucke jetzt gleich mal, was geht. Ja, der Fisch scheint da zu sein, aber die Größe passt halt noch nicht. Dementsprechend ballern wir jetzt hier gleich mal ein bisschen Futtermische rein. Zack, nochmal wieder raus hier. 25 Meter. Geht, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, hier geht gerade der nächste. Ja, zack. Also man kann sich hier hinstellen ohne alles. Ohne Futtermische, ohne PVA und Co. Aber ihr seht selbst, so richtig die großen Brocken gehen natürlich hier nicht rein. Wobei eben auch so ein Wildkarpfen nicht schlecht ist für keinerlei Futtermische. Wenn man hier einfach nur steht und man fängt so ein paar 3 bis 5 Kilo Dinger, ist das gar nicht so schlecht. Um die 10 Kilo herum bringen die halt nochmal richtig gut Kohle. Also wenn da die etwas dickeren dann reingehen, lohnt es sich halt nochmal so richtig, ne? Also ich gucke nochmal eben nach einer Futtermische. Habe ich vielleicht sogar noch was in der Art mit Krabbe? BBE nenne ich die immer nur für die Krabbe. Genau, Königskrabbe, Krabbe, Krabbe, Lehm, Krabbe, Muschel. Das wäre eine Möglichkeit. Hier ist auch nochmal komplett auf Krabbe. Komplett auf Krabbe. Wandermuschel, Krabbe. Da zuppelt es aber schon wieder. Flusskrebs und Krabbe, Krabbe. Ich mache das gleich mal. Ich nehme jetzt einfach wie hier mit der Route jetzt gleich so ein Krabben-PVA und setze dann da Krabbenfuttermische mit rein. Zack, der nächste. Gutes Gewicht auch.
Gutes Gewicht, hat sogar ein bisschen Bock. Wehrt sich etwas. Ja, geht gut rein, ein bisschen in die Bremse. Allerdings muss man sagen, diese Brocken, diese Wildkarpfen haben übelst die Power. Richtig viel Kraft, übelst die Power und ziehen auch, ich sag mal, mit 15 Kilo ziehen die halt schon richtig stramm ab. Das heißt, das hier könnte, keine Ahnung, vielleicht sogar ein 5 Kilo sein, der halt schon richtig abgeht, oder? Vielleicht sogar mehr. Machen wir die Bremse mal ein bisschen höher. Und mal gucken, was hier noch so reingeht. So, da ist er. Also, die müssen gar nicht so groß sein, um sich übelst wehren zu können, ne? Die Wildkarpfen, einfache Kraftmaschinen. Na, guck mal hier doch, 14 Kilo. Das ist doch schon stattlich. Mit 14 Kilo ist das auch kohlemäßig richtig gut. So, jetzt lassen wir den mal eben draußen. Den ziehen wir auch noch mit rein. Zack, das ist nochmal ein Lüder. Und dann machen wir jetzt hier gleich die Futtermische drauf. Wie gesagt, was man eben auch machen kann mit Pop-Up, einfach nur Mais erstmal testen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Ja, aber ich finde so auf klassische Haarmontage, Grundpellets und dann hier die kleinen, da ist es doch wirklich gut. Also, ballern wir mal drauf. Futtermische, andersrum, BBE, Krabbe. Und ich nehme, davon habe ich sogar noch so viel, Lehm, Königskrabbe und Co. Nee, ich nehme mal diese hier, glaube ich, die war es. Genau, Sonnenblumenkern als Basis, das ist für Wildkarpfen immer wieder auch ganz gut. Es gab mal Zeiten, da sind die Wildkarpfen komplett auf Sonnenblumenkern-Pellets und Boilies gegangen. Also auch das geht. Flussmuschel mit dabei. Genau, Sonnenblumenkern-Feed-Pellets. Na, guck mal. Also ich nehme das mal. Das sieht wirklich ganz gut aus hier. Auch hier lassen wir auf 25 Meter geklippt. Und jetzt füttern wir den Spot mal so ein bisschen an. Zack, erste Ladung ist drin. Bisschen absinken lassen. Bügel zu. So, nächste Ladung. Direkt hier rein. Und dann bin ich sehr gespannt, was da geht. Auch hier 25 Meter. Zack. Ziemlich genau gleiche Stelle. Bisschen absinken lassen. Lübt das Ganze. Hier ist jetzt gerade noch nichts dran gewesen. Das heißt, das Ding hole ich mal eben rein. Ja, und dann gucken wir, was in der Nacht geht. Und wie sich das so weiterentwickelt. Es können gerne auch noch andere Sachen hier reingehen. Ich bin bereit dazu, gerne auch noch eine Aralbarbe hier zu ziehen und so weiter und so weiter. Wie gesagt, die Stelle, der Spot an sich, einfach immer wieder ein Klassiker, auch für ja, Marmorkarpfen, gerade ja schon gesehen. Da gehen einige Dinger. Ganz wichtig, was mir vor Jahren mal passiert ist, den Fisch hat man dann einfach partout nicht mehr bekommen. Aufpassen, dass die Fische, wenn sie hier rein abziehen, dass sie die, ja, dass sie, da muss man halt alles geben, dass man ihn halt quasi hier wieder rauszieht. Ne? Also man kann sich natürlich hier noch hinstellen, dann hat man hier wieder eine Linie zum Rausziehen. Sobald die allerdings hier rum sind, verratzt. Dann ist wirklich vorbei. So gut wie keine Chance mehr, dass der dann da irgendwie nochmal rumkommt. Ich hatte seinerzeit, ja, ist natürlich auch schon ewig her, einen monstergroßen Marmorkarpfen hier liegen. Die Schnur war gestrafft hier rüber bis hier oben hin. Ich bin dann mit dem Boot rumgefahren. Kannst du alles knicken. Da geht dann gar nichts mehr. Ja, es zuppelt direkt los. Das ist natürlich angenehm. Aber es treibt auch natürlich hier mit der Strömung alles so ein bisschen runter. Sehr, sehr gut. Das sieht auch schon ganz gut aus. Und wie gesagt, bis jetzt bin ich schon ganz zufrieden. Kann man doch schon mal testen hier. Gar nicht so schlecht. Da geht gerade ein großer Amurwels rein mit über 5 Kilo. Schön. Und da geht auch hier was rein. Sehr gut. Vielleicht auch um die 5 Kilo, aber kein Amurwels. Aber den nehmen wir natürlich auch hier gerne mit. Zack, was haben wir denn? Oh, kleiner, 3. 5 sogar. Na doch, siehst du, auch die 5 Kilo. Schön. Gerne, ich falle schon wieder runter. Gerne mehr davon. Gerne den Kescher voll machen. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Also schön weiter testen und rausziehen und tun. So. Einen nach dem anderen. Perfekt.
Und ja, wir gucken noch mal kurz rein in den Kescher, was sie denn so an Kohle bringen. So, zack, schauen wir mal eben rein hier in den Fischmarkt. Nach Preisen sortiert, 14 Kilo, ja, fast 40 Silber, 13 Silber, 10 Silber, ja, 8 Silber, 8 Silber. Also, schmeckt für die paar Minuten jetzt hier, 12 Minuten ist gerade da gewesen, 80 Silber schon zusammen. Also, kann man machen. Ich renne jetzt gleich direkt wieder zurück und ziehe weiter raus. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn es geholfen hat, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Petri. Ich blende doch nochmal kurz ein. So können sie einfach abgehen, die Brocken. Der hatte gerade schon richtig Bock und ist auch schon ordentlich gezogen. Jetzt zieht er gerade wieder. Da ist er. Die sind einfach monströs. Auf Bremse 29. Keine Chance. Da vorne ist der Sport. Ich musste schon ein bisschen rumlaufen, dass er mir hier nicht in den Seitenarm abhaut. Ein bisschen ziehe ich jetzt nochmal ran hier. Und der muss nicht mal. Der muss nicht mal jetzt wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Schuppi oder was. Mit 25 Kilo so abgehen. Nee. Wahrscheinlich hat er, na, vielleicht 20, könnte sein. Vielleicht hat er 20 Kilo. Aber die gehen halt so steil, die Brocken. Ist das der Hammer, was die Power haben. Komm ran hier. Aber gar nicht so viel Ausdauer. Der hat jetzt gar nicht so lange rumgezuppelt. Schön halten, schön halten, schön halten. Und was ich natürlich auch ausnutze, ich gehe hier mit so ein bisschen weiter nach hinten, so ein bisschen auf den höchsten Punkt. Also nochmal ein bisschen Höhe gewinnen, dass wir ihm richtig schön auch nach oben ziehen, so ein bisschen mehr, dass er noch weniger Chancen hat. Da ist er, der Wildi. Alter. Krass. Und überleg mal, die Dinger, die werden ja gerne mal als Super Trophy gefangen. Also es haben schon einige eine Super Trophy davon. Das ist echt nicht so selten, das Ding als Super Trophy. 40 Kilo oder was? Was die abgehen, ey. Puh, Rakete. Ich weiß nicht, ob der Spot hier dafür geeignet ist. Ich glaube, da gibt es entspanntere Spots dann hinten im Seitenarm, um dann auf Super Trophy zu gehen. Hier ist es echt ein bisschen tricky. Weil die Möglichkeiten abzuhauen sind hier nach links und rechts sehr, sehr gut gegeben. Deswegen muss man da echt ein bisschen aufpassen. So, komm ran hier. Ja, komm ran. Ja, komm ran. Na, 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 na. Entspann dich. Ruhig, 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 ruhig. So, jetzt hier. Ei, 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 ei. Das ballert natürlich nochmal schön rein, ey. Sehr gut. Die Kohle können wir gebrauchen. Es weihnachtet bald. Mal gucken, was da auf dem Fischmarkt kommt. Auf dem Fischmarkt. Auf dem Weihnachtsmarkt. So. Nun komm ran hier. Oha. Lö, 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 lö. Jetzt hier. Komm, 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 komm. Ich kann halt noch nicht ran, ne? Ich muss halt keschern können. Und jedes Mal, wenn er abtaucht... Oh, jetzt, 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 jetzt. Nein, nein, nein. Es reicht die Bremse einfach nicht aus. Das kannst du dir nicht ausdenken. So, jetzt, komm. Hochhalten, hochhalten, hochhalten. 17! Guckt euch das an! 17 Kilo! Und der macht mich auf dem 35er Setup so richtig madig, Alter. Was für kampfstarke Brocken. So, aber nu, Petri, Daumen und so Sachen. Bis dahin.